Nee. Jetzt bescheuert. Weil wenn ich jetzt Oh nee, dann bin ich genau dahinter, alles klar. Ja, und nichts hat sich geändert. Wow. Okay. Ich habe keine Ahnung, worum das geht. Oh, na klar. Oh, na klar. Das war schlecht. Oh Mann, ey. Ich habe Progress gemacht. Oh, ich hasse es, wenn diese Disco-Musik, Disco-Pogo, oioioi, kommt. Normalerweise, ich kann nicht wieder hoch. Ich bräuchte schon wieder was zum Aufladen. Sie haben mich gezwungen, an einem furchtbaren Experiment mitzuarbeiten. Ich spreche nicht über die Konsequenzen. Ich fürchte die Aussichten, die sich daraus ergeben können. 519. Tag. Sie wollen unsere Rasse zerstören. Ich muss etwas tun, um die Erde zu warnen. 683. Tag. Heute habe ich ein Thema der molekularen Forschung in den Titancomputer eingeben. Ich hoffe, dass irgendjemand darauf aufmerksam wird. 690. Tag. Das Meisterhirn dieses erteilt die Aufträge. Morgen werde ich es versuchen herauszufinden, wo es ist. 720. Tag, unmöglich zu ihm zu gelangen. Das Meisterhirn ist im Kern des Planeten installiert. Alle Kommunikationsmittel sind dadurch getrennt worden. Eureka, ein Hilfsgehirn steuert den Planeten. Das Meisterhirn schläft im Moment. Wenn es zerstört wird, reaktiviert sich das Meisterhirn. Es wird seine Kommunikationsverbindungen öffnen, die es mir ermöglichen, eine Atomladung am Kern des Planeten zu platzieren. Ich habe eine Bombe gebaut, die stark genug ist, eine Kettenreaktion auszulösen, die den Planeten sprengt. Ich muss nur noch den Mut aufbringen, meinen Plan in die Tat umzusetzen. Ich gehe diese Nacht. Ich hoffe, dass ich mir ein Schiff aus dem Hangar leihen kann, bevor alles in die Luft fliegt. Dies ist die letzte Mitteilung. Möge Gott mir helfen. Philip Howard Clark. Ja, das sind wir nicht. Aber egal. Ja, das war total bescheuert und unnötig. Was sind diese Viecher eigentlich? Ich nicht. Kann man die auch zerstören oder so? Immer die falschen Knöpfe. Oh, Energie. Ja, Schild ist total unnötig hier. Die drei Schüsse, die abgeben.
sag's gerade noch, ne? Alter, verarscht der mich, ey. Das ist, glaube ich, immer, wenn sie diese Sprünge machen, die Viecher. Da sind wieder solche Viecher. Das ist auch ein bisschen gefährlich, ne? Ich glaube nicht, dass man da hin kann. Oder vielleicht doch? Wir gehen erstmal in die Richtung. Ich brauche dieses, auf jeden Fall dieses Modul, da muss ich mir merken für Energie. Warte, geht das genauso wie beim anderen? Natürlich nicht. Wäre auch zu schön. Aha. Gut, damit hätten wir das geklärt. Oh. Oh, das. Ja, leicht Aggressions. Fördernd. Missgeburt. Machen wir gleich. Fahren wir gleich wieder hoch. No, ich weiß, no risk, no fun und so, aber bei mir zählt das nicht. So. Wir können ja wieder auf den Fahrstuhl raufhopsen, also von da aus. Wir müssen ja nur auf dem Rückweg den langen Weg oben rüber nehmen. So. Okay. Ein bisschen nah dran gewesen. Seht ihr, dafür ist das doch toll. So, und jetzt können wir auch runterfahren. Wir hätten sogar noch weiter geradeaus gekonnt, ne? Lasst mich mal schauen. Erstmal schauen wir, was da ist geradeaus. Dann gucken wir. Weide. Vielleicht gleich Gegner, die wir eliminieren können, uns dann wieder aufzuladen. Wer weiß. Mhm. Brauche ich einen Würfel für. Ja gut, okay, dann hat sich das eh wieder erledigt. Also unten lang. Was ist das? Oh, fuck! Warte mal. Kann man das töten? Ein Schuss. Ja? Müsste eigentlich schon wieder aufladen. Ich hab... Ja, ich, das ist das Problem, Leute. Ich hab hier leider Gottes... Oh, um weiterzukommen, manchmal... Also das ist sehr schwer. Ich bin hier nicht der gute Freund Schein, der das mal eben wegrockt. Müsst damit leben. Sorry. Aber. Jetzt habt ihr erstmal eure Ruhe vom Aufladen. Weil jetzt kann ich, glaube ich, eh nichts mehr zurück, wenn ich erstmal da unten bin. Nein! Jupp. Runter da. Und runter da. Und dann haben wir auch den Safe. Das ist nämlich das Gute. Dann lohnt sich nämlich das Rückspulen teilweise schon gar nicht mehr. Weil wir mit dem einen Energiepunkt, den wir dann hätten. Oh, ein Stein. Ja. Wieder starten würden.
Man muss das mal abwägen. Also wenn man schon diese Option hat, ich nehme an, die haben sie für die heutige Generation eingebaut, die sich dieses Kultspiel halt reinziehen will und man weiß, ich habe keine Geduld für gar nichts, also weniger als wir. Lass mich mal sehen. Muss ich eventuell... Fickt euch. Eventuell mich hier hinwappen. Mal sehen. So. Machen wir mal so. Ziehen die Waffe und zack. Oh, ich hasse euch. Okay, einfach drauf, Alter. Missgeburt. Hervorragend. Ach, der beamt sich von alleine hier hin. Das war total unnötig, das zu machen. Ich hoffe, ich habe überhaupt mein Mikro an. Ich könnte eigentlich mal gucken, ne? Oh, sieht gut aus. Objectively, protectedly. Was war das eben? Habt ihr da noch was gelegen? Ne, speichern war das einfach nur. So, jetzt kann ich ja endlich wieder aufladen. Und ich hätte es sogar geschafft mit dem ersten, mit der ersten Aufladung. Ihr seht es, aber ja, Vorsicht ist die Mutter der Porzellankiste, sage ich immer. So, jetzt haben wir den Schlüssel, können da weiterladen und erst kurz auf, logischerweise. Kann ich eigentlich... Ich kann gar nicht springen, wenn ich hier drauf bin, das ist total hohl. Also. Ich weiß auch noch nicht, wofür ich den Stein habe, aber... Und hier war ja... Hier war ja eine Tür, eine zu, ne? Kann das sein? Ja. Wo auch wieder eine Energiestation ist, also gehe ich mal davon, ganz schwer davon aus, dass es da quasi zum Ende hingeht. Ich weiß leider nicht mehr, wie es auf dem Super Nintendo war, wo ich das damals hatte. Ich habe es auch gar nicht durchgespielt. Also ich war in dem Level hier, aber ich habe es, glaube ich, ich habe es halt nicht beendet. Ich weiß aber trotzdem nicht, wie es auf dem Super Nintendo war. Passt schon, was meine Aussage. Und ich habe jetzt hier auch leider nicht gespoilert, dass die Atomladung, die wir brauchen, okay. Das war jetzt ein Autosave, alles klar. Warum auch immer, weil da ist ja schon ein Save. Erstmal gucken. Also runter ging es da eben auch noch, das habe ich gesehen. Aber mich interessiert jetzt gerade mehr, was hier nochmal war. Okay, das ist schon mal nicht gut. Ich glaube, hier müssen wir ganz am Ende hin. Ich habe ja gerade das, ich habe ja gerade das Remake gespielt gehabt, was ich übrigens sehr cool finde. Wobei ich natürlich auch wieder drauf scheiße, was andere dazu sagen. Also ich finde es wirklich gut. Ganz ehrlich. Und da war es auf jeden Fall so, dass du, glaube ich, am Ende halt so einen Teleporter hast, wo du hinrennen musst. Leider kann ich mich ansonsten nicht so wirklich... Hallo? Ernsthaft? Thank you.
Alter, ich wusste nicht, dass das eine richtige Schlucht ist. Ach, ich weiß, was ich machen muss. Ich muss da ranspringen. Das macht Konrad wahrscheinlich von alleine, wenn ich Anlauf nehme, ne? Jo. Ey, das wär's gewesen jetzt, ne? Wenn du mit dem Viech gefangen bist, hast du Arschkarte, ne? Ja, mal. Rolling, 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 Konrad. Das ist eine explodierende Flucht da. Vor allem Flucht. Eine explodierende Flucht. Flucht. Frucht. Frucht. Okay, hier war auch irgendwie so ein Kram, wo man. Ne, da kommt. Da würde. Da kommt. Klar. Och, komm schon. Ey, dass du wirklich so hypergenau. Egal. Also, ich kann noch einen Schritt weiter und dann muss ich nach unten drücken. Ja, ist total unnötig, ne? Also, so extrem. Nope. Also müssen wir von der anderen Seite da vielleicht ran. Oh, der ist auch ganz schön hart da, das Teil. Oh! Ja. Also ich habe eine Idee. Alter, bleib mal easy, ey. Okay. Ich kapiere es noch nicht ganz. Ah, damit ich Kampffläche habe, alles klar. Jo, Digga. Der ist da unten. Ach, hier kann man gar nicht durch. Oh, was, Alter. Gut, aber Papa hat eine Idee. Ja, ich weiß, ich stehe zu weit da dran. Papa hat eine Idee. Und zwar hat Papa sogar noch eine bessere Idee. Papa geht jetzt nämlich gleich mit dem Teleporter hierhin sogar. Da kann er sich nämlich gleich noch aufladen. Ah, jetzt ist Papa wieder reingestokelt hier in die Wand. Ah ja. Grunz, Grunz. Den kann ich im Nahkampf vergessen. Lecco mio, ne? Nee, da habe ich keine Chance.
Ja. Ah. Ein Taxi nach rausfahren. Das ist mir sonst zu duster. Gut, dann sage ich da Tati Bescheid. Alles klar. Gut, bis dann. Ja. Ja, da bin ich wieder, ne? Warte mal. So. Ach, danke, es hat geklappt. Sorry, das habe ich ja rausgeschnitten jetzt, ne? Da hast du keine Chance, unten den zu killen. Definitiv nicht. Das Mikro jetzt wieder an. Jo. Sorry, da hatte ich gerade nicht mitgerechnet mit der Inter. What? Ich muss. Muss ich etwa... Das ist ein Scherz, ne? Nee, so weit weg. Muss ich etwa bis... Mit der scheiß Energie dann... Ja, okay, geht nicht besser. Weitermachen? Will ich mich verarschen? Ich muss den Schalter drücken und dann schnell zu der Tür hin? Jo, das kann dauern. Freunde der Nacht. Bis ich das hingekriegt habe. Oder auch nicht. Hä? Okay, ich habe einen Schlüssel. Alles klar. Also brauche ich gar nichts Schlimmes machen. Oh, ich bin so ein Hohlbirne manchmal. Gut, ob mir das jetzt nochmal so gut gelingt, ne? Das ist mal das, wenn man was versaut, dann hat man es wahrscheinlich nicht besser verdient, als dass es nicht so gut klappt. Das war ja wohl auch wieder kein Ernst vom Spiel, ne? Was soll denn das? Ach, die Tür ist jetzt offen. Komme ich jetzt hier wieder runter? Ich habe gerade was ganz beschissen geregelt, ne? Kann das sein? So ein bisschen? Ich habe die zwei Türen aufgemacht und habe den Fahrstuhl wieder runtergeschickt und kann jetzt nicht mehr. Wo ist der Empfänger denn jetzt schon wieder?
Na klar. Läuft. Also ich würde sagen, das habe ich verkackt und muss das hier auch nochmal machen. Das tippe ich jetzt einfach mal so ganz grob. Denn es sieht nicht so aus, als wenn der NPC oder als wenn das Spiel mir jetzt gestatten würde. Als wenn das Spiel mir jetzt gestatten würde, hier wieder den Stein runterzuwerfen. Nee, da bin ich total angeschissen jetzt. Oh, oder auch nicht. Och. Alter. Komm schon, Alter. Ey. Dieses Ding. Fick es. Ich werde jetzt den verfickten Empfänger da hinten hinschmeißen und mir meine Energie holen. Mann, Alter. Was für ein Esel. Scheiß auf das Ding da. Warum ballert das Teil jetzt die ganze Zeit? Danke. Danke. Mein Gott, ey. Tastensperre? Ey, da will er mich verarschen hier. Ja, das hatte ich eigentlich nicht gerade vor, weil ich es überhaupt nicht brauche. Tassensperre. Pff. Das ist ja wohl ein Witz. War hier noch irgendwo ein Schloss? Ach, da kann ich auch nicht hin. Ich kann also nichts mehr machen, ja? Das ist doch ein Witz. Okay. Dann war es das erstmal. Jetzt brauche ich erstmal, bevor ich mich aufrege, mache ich erstmal ganz kurze Pause.